Moin Leute und willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video geht es mal um ein doch relativ wichtiges, aber auch nicht zu unterschätzendes Thema. Die gesamte Stromverteilung hier im Haus. Bislang ist ja zum Beispiel in diesem Stockwerk gar kein Strom gewesen. Für die Baustelle haben wir Verlängerungskabel hochgelegt. Ist natürlich auch nicht alles ideal, es funktioniert. Aber zum Beispiel der Kompressor läuft an den Verlängerungskabeln schon gar nicht mehr, weil der Spannungsabfall viel zu hoch ist. Und in ein paar Tagen kommt Lars vorbei. Er ist gelernter Elektriker und er unterstützt uns dann dabei, die Unterverteilung für jedes Stockwerk zu bestücken, zu verkabeln und und. Und dafür bereite ich schon mal ein bisschen was vor. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Teil der Unterverteilung für dieses Stockwerk. Das ist ein Unterputzschrank, das heißt, ich schneide hier in diese Wand ein Loch rein, dann wird er da eingesetzt. Das hier ist jetzt eine gemauerte Wand, keine Fachwerkwand mehr. Das war mal eine Fachwerkwand, hier ist zum Teil auch noch ein Balken. Und das ist somit auf jeden Fall kein Problem, hier ein kleines Loch reinzuschneiden. Hier oben haben wir auch den kompletten Balken, der rüber geht, also statisch ist das kein Problem. Ja, ein Aufputzkasten wäre hier nicht so praktisch. Dann würde der ja wahrscheinlich so weit rausgucken. Hier ist hinterher ein Flur, der nicht so extrem breit ist. Und wenn da natürlich ein Schrank dann mal 20 cm oder so von der Wand absteht, rennt man da vielleicht gegen. Ist nicht ganz so vorteilhaft. Und ich denke, es sieht auch ein bisschen besser aus in diesem Fall, wenn die Tür glatt in der Wand verschwindet. Genau. Und das heißt, ich markiere mir jetzt hier gleich mal die Position. Ich habe mir jetzt hier oben schon einen Strich gemacht bei 1,85. Hier unten einen bei 1,10 Meter. Das sind so die Maße, in denen sich ein Zählerschrank befinden sollte. Ist jetzt kein Zählerschrank, aber ich denke, für eine Unterverteilung ist es nicht verkehrt, sich auch an diese Maße zu halten. Das heißt, im Endeffekt wird das Ding dann ungefähr hier so sitzen. Das passt ganz gut. Wir haben schön viel Licht vom Fenster. Ich gehe aber nicht viel zu weit rüber zum Fenster, denn einerseits ist da der schräge Holzbalken. Und wenn man das Fenster dann hinterher öffnet, sobald es dann irgendwann noch neu ist, ist es auch doof, wenn der Fenstergriff hier reinschlägt. Das heißt, diese Position ist, denke ich, ganz gut. Die Wand ist natürlich krumm und schief. Werden wir am Ende wahrscheinlich noch gerade putzen. Beziehungsweise ich fange jetzt auf jeden Fall mal an, diesen Ausschnitt zu machen. Und dann können wir den Sicherungskasten ja vielleicht gleich richtig platzieren, dass er das richtige Stück aus der Wand guckt. Genau. Man könnte jetzt auch einfach Trockenbauplatten davor machen, aber habe ich irgendwie keine Lust zu.
So, ganz, ganz grob sitzt der Kasten jetzt. Er steht hier unten jetzt auch deutlich raus. Ich habe ihn jetzt einfach mal wirklich senkrecht mit der Wasserwaage ausgerichtet. Da müssen wir jetzt natürlich nochmal genau gucken, ob oben die Wand einfach zu weit rauskommt und wir sie hier vielleicht ein bisschen wegstellen. So, ich werde mir jetzt hier auf jeden Fall mindestens einen Schlitz klopfen für das Hauptstromkabel. Das hat 5x10 Quadrat, das ist also nicht ganz dünn. Und da werde ich jetzt hier an der Seite mir den Schlitz sägen und dann das Kabel hier schon mal rüberlegen, schon mal alles vorbereiten. Da wäre jetzt natürlich so eine richtige Schlitzfräse von Vorteil, haben wir nicht. Habe ich eigentlich auch nicht vor, uns zu kaufen, denn die meisten Wände, die wir haben, sind ja Lehmwände und da brauchen wir keine Schlitzfräse für. Und hier diese Steinwände sind die Seltenheit und da werde ich jetzt einfach mit der Flex, mit dem Steinblatt, zwei Schnitte machen, vielleicht noch in die Mitte ein und dann mit dem Meißel den Rest rausholen. Also das sollte kein Problem sein. Ja, ganz grob liegt das Kabel hier jetzt. Alles weitere mache ich dann wahrscheinlich vom Kabel her mit Lars zusammen. Ich gucke mal, ob ich vorher noch irgendwie diesen Kasten hier montiert kriege bzw. ausgerichtet kriege. Genau. Ja, das, was das Kabel zu lang ist, ich hoffe, das ist genug, müsste aber, geht dann nochmal vom Geschoss unter uns, also unsere zukünftige Wohnung, eins tiefer bis zum Zählerschrank, dass wir zwei Zuleitungen haben für die jeweiligen Unterverteilungen für jedes Geschoss. Baustellenstrom. Ja, wir haben jetzt endlich richtigen Strom auf der Baustelle bzw. eine richtige Stromversorgung. Vorher hingen beide Stockwerke an einer einzigen Steckdose, die auch nicht gut abgesichert war, also die halt uralt war, die Sicherung war uralt und es war eigentlich alles nicht schön und jetzt haben wir hier eine moderne Verteilung in jedem Stockwerk. Neue FIs, neue Sicherungsautomaten, Überspannungsschutz und alles, was dazugehört. Vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall an Lars, der gelernter Elektriker ist und da auch weiß, was wichtig ist, was nicht so wichtig ist und uns hierbei geholfen hat, schon mal die Unterverteilung zu bauen. Ich muss auf jeden Fall sagen, es hat sich ganz schön summiert. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Kleinkram rein muss, aber gut, jetzt weiß ich es und jetzt sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, hier im Dachgeschoss haben wir zum Beispiel nur eine einzige Steckdose da bisher dranhängen, über die jetzt auch noch mit Verlängerungskabeln alles weitere auf diesem Stockwerk läuft. Ist auch noch in Ordnung und sobald wir hier an verschiedenen Stellen fortgeschritten sind,
kann ich dann endlich Leitung ziehen, Steckdosen installieren und. Aber dafür ist es jetzt noch deutlich zu früh, denn hier würden zum Beispiel viele Leitungen im Flur am Boden verlegt werden, dann würden wir die ganze Zeit drüber stolpern und das macht jetzt einfach noch keinen Sinn. Hier müssen wir erstmal noch ein bisschen weiter was abreißen. Ja, wo wir gerade von Abreißen reden, ein Stockwerk unter uns, in unserer zukünftigen Wohnung haben wir auch noch ein bisschen was abzureißen. Und wie, wo, was genau, das zeigt Nina euch jetzt. Moin Leute, unser Raumkonzept in dieser Wohnung ändert sich quasi stündlich. Es hat sich aber ergeben, dass wir einen langen Flur hier haben wollen, um diesen Rundlauf- und Sackgassencharakter zu entfernen. Deswegen muss diese Wand hier leider weichen. Was heißt leider, ist eigentlich ganz cool, dann gibt es nämlich mehr natürliches Licht im Flur und wir haben keine Probleme mit Zugängen zu Räumen. Deswegen hacken Mario und ich jetzt auf diese Wand ein. Viel Spaß! Beste Aufnahme of all time. Aber das hat richtig viel getan. Ich hab Draht in den Händen. Setzt euch beide hin. Das ist ein süßes Pärchenbild. Ja. Komm, ja. Soll ich den noch? Ja, schon auch wieder. Vorsicht! Ponk! Ja, reicht doch als Durchgang, lass mal so. Du bist doch zu dünn, das passt schon. Weniger vorsichtig. Weiter. Weiter. Jo. Machen wir weiter. Weiter. Jo. Ich würde sagen, hier hat man ganz gut gesehen, dass da keine Last drauf war. Ja, das stimmt. Ja, krass, ist aber ein Flur. Ja, aber ganz ehrlich. Ja, der ist hässlich, leider. Fällt der gleich? Ja. Sollte. Ich hab's nicht gesehen. Ja. Guck mal. Ehrlich, dass die im Morgen geschlossen ist. Die möchte ich eigentlich nicht mehr haben. Aber guck mal, die hat ja hier schon. Hast du es noch? No! Was für ein Trottel, ne? Ich sag noch, pass mal auf, nicht, dass sie noch angeschlossen ist. Ah. Kann ich meinen Mann zurückgeben? Da ist noch fließend Wasser. Oh, Sebastian. Einfach mal draufhacken auf eine Wasserleitung. Was macht denn das für einen Sinn? Ja, Schatz, man, erstens mal hackt man nicht auf Wasserleitungen ein, von denen man keine Ahnung hat, was sie können und was nicht. Ja, aber also. Also ganz heißer Tipp für alle, die ein Fachwerkhaus sanieren. Wenn ihr irgendeine Wasserleitung findet, vielleicht nicht einfach drauf einhacken, so wie mein Mann. Okay. Jo. Stopp!
Gesicht. Das schießt da aber mit einem Druck hoch, ey. Ja, wir duschen einfach hier. Na, wenn wir das jetzt zugelötet kriegen, dann können wir duschen. Wenn wir das jetzt schnell zulöten, dann können wir duschen. Jetzt einfach mal probiert. Das ist einigermaßen richtig. Es gluckert. Es gluckert. Hat er aufgedreht? Hast du aufgedreht? Hast du aufgedreht? Ja, ist offen. Kommt was? Nö. Hast du zugelötet ordentlich? Scheinbar habe ich echt ordentlich zugelötet. Ein Batzen da drauf gelötet, das dürfte kein Eins nicht sehen. Und wirklich ein Anschluss, wenn ich mir das zeige. Ja, lassen wir es halt mal ein bisschen und gucken, was passiert, aber scheinbar. Aber das war so ein Endstück oder was? Nein, das ging hier oben hier, rein. Das ging hier rein. Ach so, und ihr habt das jetzt nur zugelötet, weil ihr das Stück nicht mehr braucht. Nee, weil nee. Das war jetzt gerade. Also da drüben kommt ein Absperr, also ein Anschluss raus, da war wohl mal ein Hahn drüben. Ja. Und gestern habe ich noch ein bisschen freigelegt und dann habe ich gefragt, oh, was ist denn das? Und Basti meinte so eine Wasserleitung. Dankeschön. Und fing an, darauf einzuhacken, weil er sie rausrupfen wollte. Und ich habe noch gesagt, sicher, dass die nicht mehr angeschlossen ist. Und er, ach Quatsch, wieso sollten die noch angeschlossen sein? Und hackt da drauf und dann macht. So ein schöner Strahl. Ja. Ah, und wenn ihr jetzt quasi da drüben Wasser hättet haben wollen, wäre da auch Druck drauf gewesen. Und jetzt ist es quasi einfach nur verödet, damit keiner. Damit es einfach. Genau, damit es so Sackgasse. Ist ganz einfach abgeflext, zusammengedengelt und. Sackgasse. Okay, verstehe. Mit einem dezenten Lötbrenner. Da ich nicht dafür gedacht, das zu löten. Wir sollten das jetzt aber kurz im Auge oder ein bisschen im Auge behalten. Ja, ich hätte es jetzt mal so ein bisschen im Auge gehalten, ob das jetzt. Ich zwick hier mal einen Draht, weil ich habe wohl Seitenschneider. Ja. Die Zwischenwand hier ist draußen, jetzt haben wir endlich einen langen Durchgangsflur. Da haben wir uns inzwischen für entschieden, weil das dann doch etwas besser ist. Also wir haben unser Anfangsraumkonzept etwas überarbeitet. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal grob erzählt haben, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass wir jetzt einen langen Flur haben. Das war keine tragende Wand. Die ganzen Balken waren auch nicht fest oder sowas. Also man konnte die alle ohne Werkzeug dann rausnehmen, sobald die Gefache weg waren. Und auch wenn man sich das Fachwerk genau anguckt, sieht man, dass es keine tragende Wand war. Die hat irgendwer im Nachhinein hier reingezogen und von daher war es recht einfach, die wieder rauszunehmen. Ja, was unerwartet war, ist die Wasserleitung hier in der Wand. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt auf den ganzen Aufnahmen so gut gesehen hatte. In dem Moment hatte ich nicht so ganz den Kopf, nochmal alles mit der Kamera zu erklären. Denn wir haben hier ein bisschen Putz abgekloppt, eine alte Kupferleitung gefunden und ich bin nicht im Entferntesten auf die Idee gekommen, dass hier eine Kupferleitung noch angeschlossen sein kann. Und wir wussten, oder da ist auch ein altes Abwasserrohr gewesen und wir haben gedacht, ja, das ist halt alles uralt. Einen Raum weiter haben wir auch einen Wasserhahn, der an der Wand hängt, der nicht angeschlossen ist. Den kann man aufdrehen, da kommt nichts raus, da ist auch keine Leitung mehr dran. Und ich habe gedacht, das wäre hier auch noch genau so ein Reststück. Und dann habe ich ein bisschen zu sehr dran rumgewackelt, sodass es ein bisschen sehr geknickt ist, ein kleines Loch war und dann kam Wasser raus. Ja, ich meine, wir haben im Stall ja die Absperrhähne, wir haben dann auch das gesamte Stockwerk abgestellt. Dann hatten wir halt kein Wasser mehr, konnten nicht mehr duschen.
Und hier auf dem Stockwerk gibt es keinen separaten Absperrhahn hierfür. Wir können in dem Bad, können wir alles nochmal abstellen, aber wir können nichts außerhalb vom Bad abstellen. Aber gut, es hat ja funktioniert, die Wasserleitung zuzulöten. Das reicht auf jeden Fall als Provisorium, solange bis wir hier das Wasser komplett neu machen, beziehungsweise das neue Bad bauen. Und dann fliegt diese alte Wasserleitung eh raus. Die ist jetzt da unter einer Pappe versteckt. Da liegt so noch ein gelber Sack drumherum, dass man da halt möglichst nicht langläuft und da vielleicht nochmal dran hängen bleibt. Ja. So, jetzt ist das Thema Wasserleitung auch erstmal wieder erledigt und auch sonst hier im Flur sind wir gut vorangekommen. Ziemlich viel Putz abgeklopft, ein paar Stellen sind jetzt hier noch dran, weil einfach nicht überall eine Lehmdecke ist. Hier drüber ist Bimsstein, warum auch immer, da kommen wir halt mit der Hand nicht weiter, da müssen wir mit dem Stemmhammer ran. Gut, die Dachbodentreppe ist noch im Weg, aber die muss natürlich noch bleiben, weil das der einzige Zugang zum Dachgeschoss gerade jetzt ist. Ja, aber wir müssen hier auch noch den weiteren Putz abklopfen, denn der Flur ist einer der wenigen Räume, wo wir die Decke auf jeden Fall abhängen werden, weil wir im Flur einfach über die ganze Länge mit vielen Kabeln und so gehen müssen, auch mit Wasserleitung, und das ist einfach in der abgehängten Decke am einfachsten. Das wird auch funktionieren von der Deckenhöhe, gerade so. Ja, schauen wir mal. Beziehungsweise die Decke war ja vorher auch abgehangen und die Höhe war in Ordnung und dann machen wir hinterher die gleiche Höhe. Ja, so viel jetzt eigentlich hier zu diesem Video. Das war mal wieder ein bunt gemixtes Video. Wir haben die Elektrik, wie gesagt, überall hier neu gemacht, beziehungsweise die ganzen Vorbereitungen getroffen. Wir haben jetzt hier einen großen Durchgang. Das ist immer noch ungewohnt für uns, dass wir jetzt hier im Flur langlaufen können, dass da auch Licht durchscheint. Der Flur ist deutlich heller und wirkt auch deutlich größer jetzt. Also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das so zu machen. Ja, weiter geht es dann wahrscheinlich jetzt erstmal wieder im Dachgeschoss ein bisschen. Das hat gerade die höhere Priorität, aber nebenbei gibt es immer noch ein paar Sachen, die wir hier unten erledigen. Aber das werdet ihr ja sehen. So, genug geredet. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn das so war, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos hier zum Haus oder zu den anderen Projekten verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute, und tschüss.